Grüezi und Hallo miteinander. Wir sind die Familie Gattani, Sonja mit unseren Dalmis Cora, Marilyn, Monroe und ich bin der Albert. Der Film beginnt am 12. Juni 2022. Wir stehen am Ort mit dem unaussprechlichen Namen in der Nähe von Christinehamn. Zu bestaunen gibt es hier die 15 Meter hohe Skulptur von Pablo Picasso, sein größtes Kunstwerk. Es trägt den Namen Les Dames de Mougy. Auf dem Spaziergang in Richtung Christinehamn gibt es einiges zu sehen. Da ist zum Beispiel eine Sauna auf dem Schiff. Oder der Pneukran mit seiner eigenen Arbeitsplattform. Der einsame Rettungsschwimmer, der nichts zu tun hat. Sonja leistet ihm kurz etwas Gesellschaft. Dann erreichen wir den Badeplatz Skimmingen. Dieses Freibad ist barrierefrei, mit dem Lift zum Strand und auf einem schönen Weg direkt ins Wasser. Wir verlassen nach 3 Tagen den Ort bei der Picasso-Skulptur bei schönstem Wetter. Es wird Zeit, unsere Tanks zu entleeren und frisch Wasser zu tanken. In Lidköping sollte man laut den offiziellen Stellplatz-Apps das können. Pustekuchen, ein einfacher Parkplatz am Hafen mit nix. Alternativ fuhren wir den Stellplatz in Gerstrop an, aber erst das Dreieckfahrzeug hinter uns lassen. Für uns ein Heidenspaß, auf diese Fahrzeuge zu treffen, für die Einheimischen ein Ärgernis. Bei Ankunft erst die Fähr- und Entsorgung erledigen und dann stellten wir uns auf den Platz. Zum Erzählen gibt es hier nichts. Der Platz ist geeignet, wenn du Ruhe suchst. Zum Spazieren gibt es nur den Fahrradweg an der Hauptstraße. Wir bleiben nur eine Nacht und fahren am 16. Juni weiter nach Trollhättan. Dort gibt es 2 Stellplätze. Der erste direkt bei der Schleuse. Dickschiffe müssen das Parkfeld schön ausfüllen. Dann passen auch diese rein. Der 2. Platz ist auf der anderen Seite des Kanals. Hier sind die Parzellen sehr schmal. Aber der Bewegungsradius für die Hunde ein vielfach größeres. Zum Beispiel der große Wald im Rücken. Oder eine eingezäunte Hundewiese neben dem Stellplatz. Im großen Ausweichbecken ist genug Platz zum Baden. Beim Trollhättan-Kanal findet man 3 Generationen von Wasserschleusen. Die ersten 8 Schleusen wurden zwischen 1794 und 1800 in den Felsen gesprengt von Soldaten. Die 2. Generation wurde 1844 dem Betrieb übergeben. Die Schiffe wurden länger und breiter. Mit dem Bau dieser wurde man dem gerecht. Die Schleusen der neuesten Generation für Wasserfahrzeuge bis 88 Meter Länge wurde 1916 eröffnet. Maximale Breite der Schiffe liegt bei 13,2 Metern. Natürlich müssen die Tore ab und an auch gewartet werden. Und wenn diese gut funktionieren, können die Schiffe kommen. Das Einfahren von einer Schleuse in die andere, für alle Schiffe ein Abenteuer. Für die Kleinen eher eine lockere Angelegenheit. Bei den Großen eine Massarbeit. Sind es doch einige Tonnen, die in diesem schmalen Korridor bewegt werden müssen. Konzentration und Genauigkeit ist hier gefragt. Hand in Hand arbeiten, eine Voraussetzung, um schadlos weiterzukommen. Und passgenau die Schleusen zu durchqueren. Wenn du es bis ins Zwischenbecken geschafft hast, kannst du kurz durchschnaufen, bis die nächsten 2 Schleusen kommen. Ob große Schiffe oder kleine, alle gehen mit dem Wasser hoch oder runter. Als Attraktion können die Schleusen mit einem Ausflugsschiff befahren werden.
Die Ausfahrt in Richtung Göteborg ist gut zu schaffen für kleinere und auch für die größeren Frachter. In Richtung Trollhättan braucht es mehr Konzentration. Und bei Unaufmerksamkeit kann man schon mal die Schleusenmauer touchieren. Was bietet Trollhättan weiter? Neben den Schleusen sehr viel Grün und viel Natur. Am Kanal entlang zu spazieren, vorbei am Russenkran und an den sich öffnenden oder schließenden Brücken für die Schifffahrt. Bis in die Stadt hinein und den Nachmittag dort zu genießen. Als attraktive Frau bist du schnell im Fokus eines Junggesellenabschieds und wirst kurzerhand zum Mithelfen eingeteilt. Die Prüfung mit Bravour bestanden, das Zertifikat und die Beute, eine Dose Bier, erhalten. Suchst du etwas mehr Ruhe, dann läufst du durch den Wald hinter dem Stellplatz in Richtung Olidan Wasserkraftwerk. Von der Brücke über den Göta-Kanal hast du einen schönen Blick auf das Bauwerk. Und zum Aussichtspunkt Kopperklinten. Dahin auch wollen wir. Auf dem Weg dahin, immer im Blickfeld, das Kraftwerk. Oben angekommen, die Aussicht über Trollhättan und seine Umgebung. Ein weiteres Highlight sind die temporären Wasserfälle. Vom Aussichtspunkt läuft man in die Stadt runter, gegenüber der Trollhättenkirche, befindet sich die Oskarsbrücke. Dahinter gut zu sehen, kein Wasser und auch kein Wasserfall. Wenn sich die Schleusen aber öffnen, schießen bis zu 300.000 Liter Wasser in der Sekunde die 30 Meter hohen Felsen hinunter. Nach 4 Minuten wird die zweite Schleuse geöffnet. Und einige Minuten später auch noch die letzte. Das Spektakel geschieht nur zu bestimmten Zeiten in den Sommermonaten. Die ganze Wassermasse schwimmt unter der Oskarbrücke ins Tal. Nach 15 Minuten ist der ganze Spuk vorbei. Die Schleusen werden wieder geschlossen, der Wasserfall löst sich auf, das Wasser verschwindet. Zu allen anderen Zeiten wird das wertvolle Nass durch die Turbinen geleitet, um Strom zu produzieren. Zurück auf den Stellplatz erwartet uns ein weiteres Highlight. Es ist Oldtimer-Zeit. Rund um die Schleuse findet ein Veteranentreffen statt. Der Kalender zeigt den 23. Juni. Der Abschied von Trollhättan fällt uns schwer. Eine Woche waren wir hier und fühlten uns richtig wohl. So viel Natur und doch mittendrin. Wir sind zurück in den Hafen von Henan. Von dort, wo wir unsere Reise rund um den Fänensee vor einem Monat begonnen haben. Die gute Infrastruktur vom Stellplatz nützt Sonja, um große Wäsche zu waschen. Und zwischendurch genießen wir die schöne Hafenumgebung. 3 Tage später ist Abreisetag. Dieses Mal fiel der Abschied weniger schwer. Am Morgen donnerte ein Gewitter über den Platz, jedoch die Sonne kämpfte sich schnell wieder zurück und gemütlich rollten wir über die Autobahn nach Falkenberg.
Den kostenlosen Stellplatz beim großen Outdoor-Shop Engelson nutzten wir für eine Übernachtung. Ein beliebter Zwischenstopp für viele Reisende und auch für viele Freunde des Shoppens. Schon morgens früh strömen die Besucher in den Laden, um einzukaufen. Die Reise ging nach einer Nacht, in der wir gut geschlafen haben, weiter. Immer noch ohne Eile sind wir unterwegs. In Maglarp, ganz nah einem Naturschutzgebiet, blieben wir hängen für eine weitere Nacht. Am 28. Juni erreichen wir den Hafen von Trelleborg. Nun heißt es Tschüss Schweden, Dankeschön, es war wieder ganz toll bei euch. Rostock empfängt uns mit einem sonnigen Abend. Hier werden wir die Nacht verbringen. Die Weiterfahrt heute Morgen führt uns zur ersten Autobahnraststätte Deutschlands. In Roderborn an der A9, München-Berlin, steht sie. Eine Kultstätte, die sich gegen Amtsschimmel in der Region und einem großen Raststättenbetreiber wehrt. Dazu im nächsten Film die ganze Geschichte. Wir verabschieden uns heute am 29. Juni und sagen Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss bis zum nächsten Mal. Ganz zum Schluss die Karte unserer Route vom 12. bis zum 29. Juni.